Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos und unserer Partner darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Der Kapitalmarktdialog hat das Ziel, Ihnen ein umfassendes Bild über die Kapitalmärkte zu geben. Ich denke, in den vergangenen Wochen hat uns doch einiges bewegt. Dementsprechend schauen wir uns mal die verschiedenen Segmente des Kapitalmarktes an. Ich habe versucht, das so einzudampfen, dass wir im zeitlichen Rahmen bleiben. 45 Minuten ist ja immer das Ziel. Grundsätzlich haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen, eben über die Chat- respektive Fragefunktion, die uns ja die moderne Technik heute bieten. Und sofern es an der konkreten Stelle passt, werde ich gerne direkt darauf eingehen, sofern es an einer späteren Stelle Sinn macht, weil zum Beispiel eine Folie da noch eben zu diesem Thema gegeben ist, dann gehen wir später darauf ein. Aber grundsätzlich gilt natürlich, dass wir das so lange hier durchziehen, bis alle Fragen von Ihnen beendet sind. Von der Agenda werden wir uns zuerst mit den Kapitalmarktthemen beschäftigen. Klar, das Thema ist ja auch der Kapitalmarktdialog, aber am Schluss habe ich auch nochmal die ein oder andere Thematik dabei. Wir hatten doch von einigen Teilnehmern, respektive auch Lesern von unseren Kapitalmarktkommentaren die Anfrage, ob wir nicht mal auf die wirtschaftlichen Konsequenzen der aktuellen Flüchtlingsdiskussion eingehen können. Dementsprechend habe ich das Thema an den Schluss gepackt, sodass Sie nach dem offiziellen Teil entscheiden können, ob das Thema für Sie noch relevant ist und Sie dementsprechend zuhören möchten oder ob Sie eben sagen, Sie nutzen die Zeit, um vielleicht etwas Sport zu treiben oder sich mit der Familie zu treffen. Von der technischen Seite sieht es bei mir gut aus. Sie sollten alle meinen Bildschirm auch sehen. Die Chatfunktionen schauen auch vernünftig aus. Also von der technischen Seite sind wir gut aufgestellt. Dementsprechend würde ich direkt auch mit den Inhalten loslegen. Meine Damen und Herren, was Sie hier sehen, das sollte eigentlich auf NTV laufen. Was sehen Sie hier eigentlich? Sie sehen den Gleichlauf der Aktien innerhalb verschiedener Aktienindizes. Zum einen der in dunkelblau dargestellt, der Stoxx Europe 600, also ein marktbreiter Aktienindex, der durchaus repräsentativ für den europäischen Aktienmarkt ist. Und eben in diesem helleren Grau der S&P 500. Einer der wichtigsten Leitindikatoren für die globalen Aktienmärkte, da es sich um einen großen Index der Vereinigten Staaten von Amerika handelt. Und mathematisch gesehen stellt das nichts anderes dar, als dass Sie sehen, verhalten sich die Aktien im Index eher ähnlich oder verhalten sich die Aktien eher unterschiedlich? Also, wenn wir das mal auf der Zeitachse betrachten, wenn ich Ihnen das hier mal rot markiere, dann sehen Sie, wir haben hier Phasen, ne, da ist der Gleichlauf eigentlich relativ gering, aber wir sehen auch Phasen und vor allem auch, wie wir es jetzt im August beobachten konnten, da scheinen alle Aktien im Index, egal um welche Branche es sich handelt oder was vielleicht die individuellen Faktoren der einzelnen Unternehmen sind, doch keine Rolle mehr zu spielen und es läuft alles in die gleiche Richtung. Die Implikation, die ich Ihnen damit zeigen möchte, ist nichts anderes, als dass ja natürlich häufig Unternehmensnachrichten im Fokus stehen. Wir reden über die Aussichten von einzelnen Unternehmen, ob das iPhone 6S jetzt ein neuer Game Changer wird oder inwieweit sich BMW im Segment der Elektroautomobile positionieren wird. Aber in vielen Fällen muss man ganz klar sagen, gerade in schwankungsreichen Zeiten sind die Erklärungen eher dazu geeignet, die Kursbewegungen zu erläutern, anstatt auf die richtigen Treiber zurückzugreifen. Das heißt nichts anderes, als dass wir auch Phasen haben. Da wird einfach alles insgesamt verkauft. Sie haben große Anleger, die sich über Indexfonds positionieren. Sie haben computergestützte Modelle, die sich über Indizes hier in den Kapitalmärkten engagieren. Und da spielt es dann keine Rolle, ob das Einzelunternehmen jetzt günstig oder teuer bewertet ist oder wie man hier verschiedene Brancheneinschätzungen trifft. Dann wird letztendlich alles gekauft oder eben alles verkauft und dementsprechend sieht man dann eine sogenannte steigende Korrelation. Und je höher die Korrelation, und das ist wichtig für Sie als Anleger, desto geringer ist der Risikoausgleich, den Sie dadurch bekommen, dass Sie Ihr Vermögen über verschiedene Aktiensegmente streuen. Also, um es mal einfach zu sagen, Sie haben Ihr Portfolio aus so verschiedenen Aktien im März 2015 gehabt und Sie haben das gleiche Portfolio im September diesen Jahres. Also Sie haben eigentlich gar keine Veränderung vorgenommen. Dennoch hat das Portfolio jetzt ein höheres Risiko als noch vor 6 Monaten, einfach aufgrund der Tatsache, dass aufgrund irgendwelcher Treiber, die können gesamtwirtschaftlicher Natur sein, die können Notenbank basiert sein, die können auch auf welchen Faktoren auch immer basieren, bekommen Sie momentan weniger Risikostreuung und dementsprechend meines Erachtens, das müssten die Wirtschaftssender auch mal klarstellen. Klar,
Die Reporter müssen immer Stories verkaufen und Unternehmensnachrichten, und das ist ja natürlich auch ein Business, aber am Ende des Tages muss man ganz klar sagen, gerade in diesen Krisenwochen lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das hat weniger mit den Unternehmen zu tun, sondern insgesamt mit dem Verhalten der Kapitalmarktteilnehmer. Das sehen Sie auch hier nochmal dargestellt. Das sollte eigentlich vor der Tagesschau kommen, als wir im August auch diese massiven Abverkäufe in den Aktienmärkten hatten. Wir hatten ja Tage, da ist der DAX an einem Tag um 6% gefallen, um am nächsten Tag um 5% wiederum zu steigen. Wir haben Marktsituationen gesehen, wo sie großkapitalisierte Aktien hatten, wie eine General Electric, die Tagesschwankungen von über 20% hatten, eine Apple als extrem hochkapitalisiertes Unternehmen und ich glaube auch momentan teuerstes Unternehmen der Welt gemessen an der Marktkapitalisierung, das ist um die 12% geschwankt und der Grund liegt natürlich nicht darin, dass sich der Unternehmenswert jetzt so massiv verändert hätte, sondern wir haben natürlich Marktteilnehmer, die hier entsprechend reagieren. Was Sie hier sehen, das ist nur mal ein Beispiel für einen sehr prominenten Handelsansatz. Die Fachexperten, Fachidioten, da schließe ich mich ja ein, wir nennen das Risk Parity. Das bedeutet nichts anderes, als dass man versucht, die Risikobeiträge von Aktien und von Anleihen im Portfolio konstant zu halten. Dort ist eine wichtige Eingangsgröße die Schwankungsbreite des Kapitalmarktes. Und Sie sehen, wir hatten eine Aktienquote hier, naja, noch im Juli von roundabout 40%. Sie sehen das hier eingetragen. Hier links auf der Skala sehen wir die Aktienquote. Und dann sehen Sie mal, wie schnell die Aktienquote hier wirklich ja implodiert. Hier unten auf der Zeitachse, das sind wenige Tage, wirklich wenige Handelstage. Und Sie sehen, wie die Aktienquote hier wirklich implodiert. Also wir gehen hier von 42% runter auf 30%. Und nach solchen Ansätzen werden durchaus hunderte Milliarden Euros, Dollars, Pfund und Yen verwaltet und diese Handelsansätze tun dann natürlich nichts anderes, als ihre Marktposition zu reduzieren. Das tun sie tendenziell, indem sie Futures, also Terminmarktinstrumente verkaufen und das führt natürlich zu entsprechenden Abgaben und die korrespondierenden Kassamärkte, also die klassischen Aktienindizes, die reagieren hier eben auch entsprechend und deswegen sieht man eben teilweise auch so dramatische Ausschläge und wenn es dann nochmal dazu kommt, dass eine Börse ein bisschen später aufmacht oder wir eine gewisse Illiquidität hatten, dann sehen Sie eben auch in Unterindizes, also in Indizes, die vielleicht einen gewissen Sektor abbilden oder zum Beispiel auch ein ETF, der in den USA gelistet ist, der dividendenstarke Titel abbildet, wo Sie eben mal innerhalb von ein paar Minuten haben Sie auf einmal Sprünge bzw. Preisschwankungen von 20-30%, die sich dann nach einer kurzen Zeit wieder relativieren. Aber in diesen Zeiten springen natürlich die Echtzeithandelssysteme an und das führt natürlich zu Kursverlusten. Dann werden Stop-Loss-Limits bei anderen Investoren wieder getriggert, wie es ja so schön heißt, und dann führt es eben wiederum zu Verkäufen. Und abends hören Sie dann in den Medien, oh mein Gott, China, die große Krise ist da, plus US-Zinserhöhung, wer weiß, wie es mit China losgeht, weitergeht. Also alles Nachrichten bzw. Informationen, die ja nicht neu sind, die vielleicht in Teilbereichen mittelfristig von den Kapitalmarktteilnehmern neu bewertet werden. Aber am Ende des Tages muss man mal ganz klar festhalten, die Stärke und auch die Härte und die Geschwindigkeit dieser Marktbewegung, die hat eher mit Handelssystemen, mit Ansätzen, die sehr, sehr schnell und emotionslos einfach auf Preismuster bewegen. Das hat weniger was mit der Betriebswirtschaft, sondern eher mit der Technik zu tun. Und teilweise ist das ja schon auf Konferenzen, wenn es darum geht, Handelsstrategien und Anlagestrategien zu entwickeln. Da haben Sie 200 Teilnehmer, 180 Teilnehmer kommen aus der IT und 20 Teilnehmer kommen aus der Aktienanalyse. Also da sieht man schon, wo es hingeht. Und dementsprechend sollten wir es auch nicht zu sehr verrückt machen und probieren, alle Kapitalmarktbewegungen zu versuchen, fundamental zu erklären, weil damit werden sie scheitern, weil am Ende des Tages sind es momentan eher diese Konstellationen, die wirklich für die Kursbewegung oder für die Stärke der Kursbewegung relevant sind und jetzt weniger, ob jetzt Aktie A schlechte Nachrichten hat oder ob die Marktteilnehmer jetzt bezüglich Griechenland besonders positiv oder negativ sind. Konsequenz für Sie als privater Anleger, der keine Bilanzstichzeiten, Punkten unterliegt. Die Anlagestrategie muss zum Anlagehorizont passen. So platt wie das klingt, so schwierig ist es teilweise in der Praxis umsetzbar. Aber die Konsequenz muss natürlich sein, regelmäßig eben zu schauen, passt meine Anlagestrategie zu meinem Anlagehorizont, zu meiner finanziellen Risikobereitschaft, weil diese Symptome werden wir, glaube ich, in der nächsten Zeit tendenziell häufiger haben. Also diese übermäßigen Schwankungsbreiten, die sich keiner erklären kann, plus natürlich auch noch echte Probleme, echte
mögliche Krisenauslöser, auf die ich natürlich auch noch eingehen werde. Und von daher, Konsequenz, nehmen Sie es einfach zur Kenntnis und versuchen Sie nicht alles einzuordnen, weil häufig ist es mehr Markttechnik und Anlagegrundsatzbedingt als jetzt wirkliche neue News, die sich hier in den Kapitalmarkt und der Vermögenspreisen niederschlagen. Nachdem wir die Basics geklärt haben, könnte man ja eigentlich sagen, wir könnten das Ganze jetzt beenden, aber ich habe Ihnen natürlich noch ein bisschen was mitgebracht. Zum einen die Entwicklung der Aktienmärkte im Kalenderjahr 2015 für verschiedene Aktienindizes. In Blau sehen Sie die Wertentwicklung in lokaler Währung, in Orange jeweils aus Sicht eines Euro-Anlegers, der seine zum Beispiel Investitionen im US-Aktienmarkt eben nicht abgesichert hat, sondern eben eine zusätzliche Währungschance, respektive ein Währungsrisiko durch den US-Dollar hat. Und Sie sehen es, wenn wir das Ganze mal vom 01.01. bis heute betrachten, sehen wir, dass tendenziell die Aktienmärkte, wo die Notenbank eher expansiver agiert, also eben Europa, dass die sich besser schlagen. Das sehen Sie eben hier am linken Rand. Italien, ja ordentlich im Plus 15%, Frankreich knapp 7%, auch der deutsche Aktienmarkt immerhin 3,9% mit den Schlusskursen von gestern, auch Japan zumindest mal im Plus. Und wenn Sie dann ein bisschen weitergehen, dann finden Sie hier irgendwann dann mal auch die amerikanischen Aktienmärkte. Und da sieht man doch, oh, Amerika, das Thema Zinserhöhung könnte die Märkte treffen. Es gibt eine gewisse Verunsicherung. Dementsprechend sind die amerikanischen Aktienmärkte hier tendenziell schwächer. Sie sehen es hier mal dargestellt, der S&P 500 mit einem Minus von rund 4% wird dann zwar positiv, weil wir natürlich durch den gestiegenen Dollar aus der Euro-Sicht profitieren, aber am Ende des Tages aus einer globalen Perspektive und dem US-Dollar als Leitwährung natürlich die Märkte hier im Minus. Und das ist natürlich auch ein Thema, was häufig in den Schlagzeilen diskutiert wird. Die Schwellenländer, Sie sehen es hier mal, Brasilien, also da hat schon eine ordentlich gescheppert, da fließt das Geld momentan raus, hat man den Rohstoffen zu und die Rohstoffe kommen später. Konsequenz auch daraus, wenn Sie zum Beispiel in den globalen Aktienmarkt investieren, zum Beispiel über den MSCI World, das ja der anerkannte Vergleichsmaßstab für globale Aktieninvestitionen. Hier muss man sagen, rund 55% der Aktien sitzen in den USA. Das heißt, wenn es in den USA nicht läuft, dann läuft auch im Index relativ wenig. Und deswegen sollte man sich natürlich auch anschauen, wenn man einen Indexfonds kauft oder ein Indexinvestment tätigt, was ist da eigentlich drin? Und auch die Zusammensetzung und die Charakteristika eines Indizes, die sind nicht statisch, sondern die verändern sich auch. Also man muss da schon ein bisschen genauer hinschauen. Und ansonsten natürlich hier am rechten Rand sehen wir natürlich hier nochmal die Börsen in China. Da sehen Sie, da sind wir natürlich im Minus. Das bringt uns natürlich zur Frage nach den Bewertungen, weil am Ende des Tages ist der Aktienmarktstand natürlich eine Größe, die Ihnen gar nichts sagt, weil steht der DAX bei 10.000 Punkten oder bei 5.000 Punkten. Das ist erstmal eine Aussage ohne jegliche Orientierungswirkung. Wir müssen hier natürlich auch auf die Bewertungen schauen. Und der Kollege Mesch aus unserem Research hat Ihnen hier mal einen Chart zusammengebaut, der das mal in eine 50-jährige Perspektive setzt. Und im oberen Bild sehen Sie das mal für den deutschen Aktienmarkt dargestellt, also für den DAX, das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das heißt, hier setzt man eben die Gewinne der Unternehmen ins Verhältnis zu dem Preis. Tendenziell würde man sagen, je günstiger natürlich ich den Gewinn pro Aktie kaufe, im Einkauf liegt der Gewinn, desto höher sind meine erwarteten Erträge. Und wie gesagt, Sie sehen es hier mal dargestellt in diesem Orange, dargestellt auch auf der linken Skala, sieht man das Kurs-Gewinn-Verhältnis des DAX-Indizes. Und auf der anderen Seite sehen, oh sorry, links sehen wir den DAX-Stand, klar, in Punkten. Und rechts sehen wir im Endeffekt dann auch nochmal Bewertungskennzahlen. Die haben wir natürlich so normiert, dass es vergleichbar ist. Wichtig und worauf ich raus möchte, ist im Endeffekt, wenn man mal über 50 Jahre einen Durchschnitt einziehen würde und diese Durchschnitte wäre dann im Endeffekt ja auch mal hier diese Nulllinie, dann sehen Sie dieser blauen Linie jeweils die Frage, zahlen wir momentan eine Prämie, also sind wir momentan quasi über dem Durchschnitt, das heißt, zahlt der Kapitalmarkt mehr für die erwarteten Gewinne als im historischen Durchschnitt oder zahlt er weniger? Und da sehen Sie momentan, wir sind ziemlich auf Höhe des historischen Durchschnittes. Das heißt, auf Basis der aktuellen Unternehmensgewinne und der Schätzungen ist der deutsche Aktienmarkt weder besonders teuer noch besonders günstig.
Also hier aus Sicht eines strategischen Anlegers bei der aktuellen Bewertung würde man weder dazu kommen, jetzt besonders große Risiken einzugehen und den deutschen Aktienmarkt jetzt überproportional im Portfolio zu berücksichtigen, noch würde man extrem davon abweichen und würde sagen, oh mein Gott, Deutschland ist ja so kritisch, weil die Bewertungen in Deutschland sind, wie gesagt, im historischen Durchschnitt, wenn man den Aktienmarkt als Gesamtes betrachtet. Wenn man die Automobil- und die Zykliker rausrechnet, dann ist er wiederum ein bisschen teurer, weil die haben natürlich eine starke Komponente mit drin. Aber nichtsdestotrotz, aus der strategischen Perspektive eines langfristig denkenden Privatanlegers, müssen wir momentan ganz klar sagen, es ist nicht spektakulär billig, es ist nicht spektakulär teuer, also von daher keine Einschränkung, was die Anlagestrategie betrifft. Frage natürlich, welchen Anteil sollte der DAX an Ihrem Portfolio haben und oder deutsche Aktien? Und wenn wir uns mal die Marktkapitalisierung auf globaler Ebene anschauen, dann macht der deutsche Aktienmarkt rund 3% der globalen Marktkapitalisierung aus. Und dementsprechend, wenn es bei Ihnen mehr als 3% ausmacht, dann ist es eine aktive Wette darauf, dass Deutschland besser läuft als die globalen Aktienmärkte. Vielfach passiert das unbewusst, weil man kauft, was man kennt. Siemens liegt einem näher als General Electric, aber am Ende des Tages, rein sachlich gesehen, sind, glaube ich, viele Anleger doch in Deutschland und auch in anderen Ländern sehr einseitig aufgestellt, weil man eben sehr stark auf den Heimatmarkt entsprechend setzt. Also ganz klar, schauen Sie in Ihr Portfolio, wenn Sie mehr als 3% deutscher Aktienmarkt haben, dann gehen Sie eine aktive Wette ein und dann darf man auch nicht jammern, wenn das eigene Depot stärker reagiert als der globale Aktienmarkt. Das haben wir natürlich nochmal für den globalen Leitmarkt dargestellt, für den S&P 500. In links sehen wir wieder den Verlauf des Indizes, also quasi auch den Punktestand. Und da sehen wir momentan auch, wir zahlen hier im Endeffekt einen Aufschlag. Das heißt, der Markt ist im Endeffekt teurer bewertet als im Durchschnitt gemessen an diesem Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das gibt auch an anderen Indikatoren, die zum Beispiel dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis über 10 Jahre glätten, um Ausreißer zu meiden. Auch da sind wir momentan in einem Bereich, der historische uns die Message, also die Botschaft sendet, lieber Anleger, wenn du zu diesem Bewertungsniveau kaufst, dann war es in den vergangenen 100 und etwas Jahren so, dass die realen Erträge, also die Aktienerträge abzüglich der offiziellen Inflationsrate bei rund 2% pro Jahr gelegen haben. Also tendenziell eher niedrig. Also hier gilt natürlich auch die Botschaft, je günstiger ich erwartete Erträge kaufe, desto höher ist natürlich mein zu erwartender Ertrag. Und dementsprechend sehen wir momentan hier auch den Unterschied, der sich vielleicht auch schon daraus begründet, dass man in den USA den Aktienmarkt als sicherer einschätzt, auf der einen Seite, weil er natürlich auch größer und liquider ist, aber dass natürlich hier die Werte vielleicht auch teurer geworden sind, was natürlich auch im Angesicht einer möglichen Zinserhöhung dafür sorgen könnte, dass man sagt, hey, wenn die Zinsen steigen, dann sind ja Aktien auf einmal etwas unattraktiver und das auch diese Unsicherheit, die den Markt hier momentan bewegt. Aber auch das muss man sagen, am Ende des Tages dreht sich die Frage, ob der Markt jetzt sehr teuer ist oder eben nur durchschnittlich überbewertet, auch darum, was Ihre Meinung zum langfristigen, realen oder fairen Zinsniveau ist. Weil wenn die Zinsen nicht stark steigen, dann werden Anleger natürlich auf Sicht der nächsten Jahre oder vielleicht sogar des nächsten Jahrzehnts bereit sein, höhere Bewertungen zu akzeptieren, weil mit einem Zinsniveau auch in den USA von 1,5 oder 2% kommt natürlich keine Pensionskasse, kein Versicherer und kein privater Anleger in einen Bereich, dass er entweder seine Verpflichtung gegenüber den Kunden erfüllen kann oder Sie als privater Anleger, Sie Ihre Verpflichtung gegenüber sich selbst, weil Sie brauchen ja in den meisten Fällen nicht nur einen Kaufkrafterhalt mit Ihrer Geldanlage, sondern eine Kaufkraftsteigerung, weil wenn Sie keine Kaufkraftsteigerung hätten, müssten Sie für die Rente so viel zurücklegen, wie Sie später ja auch brauchen. Also wenn ich 500 Euro Rente möchte, dann müsste ich ja heute 500 Euro sparen. Also in vielen Fällen wird das nicht funktionieren. Deswegen brauchen wir natürlich Renditen oberhalb des Kaufkraftverlustes. Und dementsprechend glaube ich, das wird im strategischen Bild die Aktienmärkte durchaus unterstützen. Der August, der war hässlich im doppelten Sinne. Zum einen meine ich mit hässlich, sehen Sie diese Grafik hier, die ist jetzt für die unter Ihnen, die eine Rot-Grün-Schwäche haben, die werden da überhaupt nichts erkennen, weil, naja, ne, Rot-Grün eben, aber wir ziehen das eben so aus unserem Kursversorgungssystem und da das hier Bewegungen sind, die wir nicht in anderen Systemen haben, ist es eben hässlich. Was sehen Sie hier? Das ist die Marktvolatilität des amerikanischen Aktienmarktes und der Kollege hat hier mal eine schwarze Linie bei dem Punktestand, nehmen Sie einfach mal von 53,26 so hin. Was ist aber wichtig? Eine derartige Verunsicherung am amerikanischen Aktienmarkt hatten wir zuletzt im Herbst 2008. Also, sprich, als wir hier die Insolvenz von Lehman Brothers hatten, also wirklich die Finanzkrise seinen Ausbruch, seinen Startpunkt
oder vielleicht auch seinen Kulminationspunkt genommen hat. Da hatten wir zuletzt ein solches Niveau und das geht vielleicht auch manchmal, wenn man sich die Tagesbewegungen anschauen, also Tagesanfangskurs zu Schlusskurs, geht sowas mal unter oder wenn Sie die monatlichen Bewegungen am Aktienmarkt betrachten, geht sowas unter. Aber meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor, am Aktienmarkt hat das ganz schön gescheppert und Gründe habe ich Ihnen ja vorhin auch schon einige natürlich auch geliefert und da sind natürlich viele Risikomanagementsysteme angesprungen. Und dementsprechend, also wie gesagt, der August war wirklich ein ziemlich hässlicher Monat und das sollten wir uns auch in Erinnerung rufen. Wie gesagt, ein solches Niveau haben wir gemessen an diesem Index, an diesem Angstindikator, wie auch oft bezeichnet wird, seit ja, einigen Jahren nicht gesehen, seit 2008 nicht mehr. Kommen wir zu den Anleihen. Also sprich, wenn Sie ja nicht Aktien kaufen, dann kaufen Sie Anleihen. Wohin sonst mit dem Geld? Schauen wir jetzt mal die Entwicklung der verschiedenen Anleihesegmente im Kalenderjahr 2015 an. In Grau dargestellt, in Grün, sorry, in Grün, in Orange die letzten 5 Handelstage. Und da sehen Sie im Endeffekt auch schon, naja, mit Anleihen war auch nicht wirklich viel zu machen. Das heißt, wir haben teilweise negative Renditen, wir haben nur einige wenige Segmente, wo wir ein Plus gemacht haben. Sie sehen es hier oben, High Yield, also Hochzinsanleihen in den USA, da sehen wir, da haben wir ein Plus. Der Grund ganz einfach, man geht eben davon aus, dass wenn die Konjunktur stark bleibt, dann haben wir weniger Zahlungsausfälle bei den Unternehmen. Also Hochzinsanleihen tragen eben ein gewisses Aktienrisiko und solange die Konjunktur vernünftig läuft, und das tut sie in den USA, kann man drehen und wenden, wie man möchte. Solange investiert man natürlich in Hochzinsanleihen, in diesen Renditeaufschlag gegen Unternehmensanleihen mit. So zumindest in der Kalenderjahresbetrachtung. Aber Sie sehen es auch schon insgesamt. Ansonsten am Anleihemarkt war nicht wirklich viel zu holen. Das große Thema, was der Kapitalmarkt diskutiert, die Zinserhöhung in den USA. Die letzte Zinserhöhung liegt doch einige Jahre zurück. Sie sehen es hier mal dargestellt im oberen Chart. Und das ist der Leitzins, sehen Sie aktuell in diesem Rot dargestellt, aktuell 0,25%. Das sehen wir hier dargestellt auf der linken Skala. Die rechte Achse, die offizielle Arbeitslosenquote in den USA, aktuell 5,1%. Und Sie können schon feststellen, dass wir uns eigentlich mit dieser Arbeitslosenquote, ob die Zahl ein bisschen verfälscht ist oder nicht, ich glaube, die Statistik war auch in den letzten Jahrzehnten immer etwas verfälscht, also Konstanz zumindest auf dieser Ebene. Man muss ganz klar sagen, die amerikanische Wirtschaft kann sich aufgrund der Zahlen, die vorliegen, durchaus höhere Zinsen leisten. Sie muss sich vielleicht auch höhere Zinsen leisten, weil irgendwann wird die nächste Rezession kommen und dann möchte man als Notenbank ja auch wieder flexibel sein und möchte auch die Wirtschaft stimulieren und das geht natürlich tendenziell über dann sinkende Leitzinsen. Nur wenn sie momentan eben ja quasi bei 0 bis 0,25 sind, dann können sie nicht viel senken. Also müsste man eigentlich die Zinsen erhöhen. Man hätte sie vielleicht in den letzten Monaten schon erhöhen müssen. Und auch andere Indikatoren aus der US-Wirtschaft, die sind so stabil, dass man sagen muss, hey Jungs, erhöht die Zinsen endlich. Das rufen zumindest auch einige Schwellenländer der US-Notenbank zu und sagen, hey, lass doch mal diese Unsicherheit raus, wir haben Probleme, Kapital fließt bei uns aus uns ab, aus den Schwellenländern, fließt zurück in die USA, nimmt doch mal diese Unsicherheit raus. Und da wird nun viel diskutiert. Mal sehen, was die Notenbank daraus macht. Da werden wir auch in den nächsten Tagen ja dann die ganzen Analysen dazu bekommen. Aber meines Erachtens als Anleger sollten wir uns nicht zu sehr verrückt machen. Die einzige Konsequenz aus dem Zinsthema meines Erachtens, A, der US-Dollar gehört natürlich über verschiedene Vermögenswerte ins Portfolio mit rein, da auch eine Sicherheitsfunktion darstellt, weil wenn es an den Kapitalmärkten schwierig wird, dann fließt das Geld in den US-Dollar. Auf der anderen Seite natürlich rein das Thema Risikostreuung. Wenn wir in der Eurozone wohnen, dann macht das natürlich Sinn, genau wie für alle anderen Anleger global auch, einiges an Kapital in seiner Nicht-Landeswährung eben auch zu halten. Wenn wir uns mal die Zinsen anschauen, dann sehen wir mal die Risikoaufschläge von Anleihen, hier von Anleihen schwächerer Bonität, also keine Top-Bonität, aber immer noch ganz ordentliche Bonität gegenüber Staatsanleihen. Und da sehen wir auch schon, dass diese Risikoaufschläge eben ein bisschen auseinandergehen, ähnlich sehen wir auch in der Eurozone. Und das glaube ich insgesamt auch damit zu begründen, dass einige Investoren durchaus zur Kenntnis nehmen, dass sie momentan weniger Risikostreuung auf der Kapitalmarktebene bekommen. Das habe ich am Anfang des Vortrages gezeigt. Und auf der anderen Seite wartet man momentan so ein bisschen ab, was passiert auf der Zinsseite. Und dementsprechend werden mal Positionen reduziert. Und das führt, wenn das Angebot größer wird bei gleicher Nachfrage, dann muss sich natürlich am Preis was ändern. Und wenn der Preis fällt, dann steigt die Rendite und dementsprechend steigen auch die sogenannten
Risikoaufschläge gegen Staatsanleihen. Und das sehen Sie hier mal für verschiedene Laufzeiten dargestellt. In Blau für den US-Dollar-Markt, also in US-Dollar begebene Anleihen im Vergleich zu US-Staatsanleihe. Und in Orange eben für in Euro begebene Anleihen als Aufschlag gegen Euro-Anleihen mit Euro-Staatsanleihen. Und dann hier in Grau jeweils diesen Spread, diesen Renditeunterschied. Und dann sehen Sie eben tendenziell, wenn Sie es mal hier betrachten, dass diese graue Linie eben tendenziell jetzt im Verhältnis zu einigen früheren Jahren auch mal wieder am Ansteigen ist. Und deswegen in gewissen Zinsthematik hat der Markt schon eingepreist. So wird es am einen Tag tituliert, am nächsten Tag wird es wieder diskutiert, dann gibt es eine andere Begründung. Also meines Erachtens sollte man es da nicht zu sehr verrückt machen. Der US-Dollar gehört ins Portfolio. Die Frage ist, wie man es umsetzt, ob über die Aktienquote oder tendenziell über Hochzinsanleihen oder eben über Währungskonten. Das hat ja verschiedene Implikationen, was Rendite und Risiko betrifft. Da hat mit Sicherheit jeder von Ihnen eher einen anderen Mix als ich oder wir halt untereinander, aber nichtsdestotrotz, das Thema USA bleibt uns natürlich erhalten. China, das große Thema. Meines Erachtens war es keine große Überraschung. Ich meine, viele von Ihnen lesen ja auch unsere Marktkommentare beziehungsweise folgen uns ja auch auf Cashkurs oder in unseren sonstigen Videokonferenzen. Und wir haben Ihnen ja immer einen Indikator gezeigt, bei dem man gesehen hat, naja, wenn wir mal die Frachtraten in den USA betrachten, also die Preise für Frachtraten auf der Schiene, wenn wir uns den Elektrizitätsverbrauch anschauen und die Kreditvergabe, dann stellen wir doch irgendwo fest, dass das Wachstum wohl schwächer ist als die 7%, die uns hier die Zentralregierung in China so planwirtschaftlich verkaufen möchte. Das war auch am Kapitalmarkt nichts Neues, weil diese Indikatoren haben die wesentlichen Research-Agenturen wie Reuters oder Bloomberg schon standardmäßig zur Verfügung gestellt. Also das war keine Überraschung, von daher meines Erachtens, gerade was China betrifft, tendenziell weniger neue Fakten oder keine dramatisch neue Fakten, sondern eher eine Neubewertung durch die Kapitalmarktteilnehmer und das hat eben zu entsprechenden Anpassungen geführt. Wenn wir uns aber mal die Preise in China betrachten, ja, Preise ein durchaus wichtiger Indikator, dann sehen Sie in Orange die Verbraucherpreise dargestellt. Da sehen Sie im Endeffekt, okay, eine leicht steigende Tendenz, aber alles im Rahmen. Aber hier Produzentenpreise. Da ist es im Endeffekt schon happig, also eine Disinflation bei den Produzentenpreisen. Deswegen auch die Überschrift China in der industriellen Deflation durchaus richtig gewählt. Warum ist das für Sie wichtig? Nun ja. China wird natürlich, hat Überkapazitäten geschaffen in der Finanzkrise. Diese Kapazitäten müssen ausgelastet werden. Die werden ausgelastet, indem man den Export natürlich ankurbelt und Umsatz ist Menge mal Preis. Und nun ja, wenn Sie den Preis nach unten nehmen oder auch unten nehmen können, dann müssen Sie eben, hauen Sie eben mehr Menge raus, haben Sie immer noch den gleichen Umsatz, um es mal sehr vereinfacht darzustellen. Und deswegen gehen viele Kapitalmarktteilnehmer davon aus, dass China ein disinflationäres Preisniveau exportieren wird, auch in die westliche Welt und das dementsprechend natürlich auch dazu führen wird, dass die offiziellen Inflationsraten in Europa und auch in den USA eher einen dämpfenden Effekt aufgrund dieser Thematik haben werden und die Inflationsraten, die schauen wir uns auch nochmal an. Aber hier auch nochmal, Kapital ist ein scheues Reh. Hier mal die aggregierte Bilanz der chinesischen Finanzinstitute im Vergleich zum Vorjahresmonat in Prozent. Und da sehen Sie schon, hey, in Blau die ausländischen Mittel, in Orange die gesamten Mittel. Da sehen Sie im Endeffekt, Geld fließt raus. Und das ist natürlich eben auch ein Thema. Grundsätzlich auch China baute doch in einem ordentlichen Tempo Währungsreserven ab. Man hat ja am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt interveniert. Da gingen die ein oder andere 100 Milliarden Dollar drauf. Dann interveniert man noch ein bisschen in der Wirtschaft und plant ein paar Konjunkturprogramme gegebenenfalls. Also die chinesischen Währungsreserven, die sind zwar sehr hoch, aber es sind natürlich auch sehr viele Menschen. Es ist ein großes Land. Also schauen wir uns mal an, wie sich die Währungsreserven da entwickeln. Und der ein oder andere fragt sich ja schon, wie das mit amerikanischen Staatsanleihen weitergeht, wenn China als größter ausländischer Gläubiger hier mal anfängt, Kasse zu machen, weil man das Geld eben benötigt, um die eigene Währung entweder zu stützen oder respektive in den Konjunkturzyklus zu Hause oder auch temporär die Aktienmärkte einzugreifen. Also Kapital ist ein scheues Reh, das geht auch mal ruckzuck raus. Deswegen, die Abwertung der chinesischen Währung wird ja immer mal wieder diskutiert. Sie sehen es hier in Blau dargestellt, die
Aufwertung, schöner Rechtschreibfehler auch an dieser Stelle, gehört natürlich ein E mit rein, der chinesischen Währung gegenüber dem US-Dollar. Und da sehen Sie, es gab eine ordentliche Aufwertung, dann gab es ein Riesengeschrei, weil man jetzt mal hier diese Abwertung gesehen hat. Also meine Güte, ja, ich meine, über diese Aufwertung seit in den letzten 4, 5 Jahren hat keiner diskutiert, das war nie ein Thema wert, ja. Und jetzt auf einmal geht es ein bisschen runter und jetzt gibt es hier ein Riesenthema wegen dieser dramatischen Abwertung. Wollen wir nicht weiter kommentieren? Schlagzeilen müssen gemacht werden. Am Ende des Tages geht es natürlich auch in China darum, man möchte die heimische Exportindustrie stützen. Das kann man natürlich auch tun, indem man die eigene Währung abwertet. Also das wird noch ein spannendes Thema werden, weil auch die chinesische Notenbank ist hier so ein bisschen im Zwiespalt zwischen, wir wollen eigentlich eine stabile und freier konvertierbare Währung, weil wir vielleicht auch die internationale Bedeutung unserer Währung steigern wollen, aber auf der anderen Seite so ein bisschen Abwertung wäre ja auch nicht schlecht, um dem globalen Wettbewerb hier unsere Unternehmen besser unterstützen, zur Seite zu greifen. Also das wird ein spannendes Thema werden. Meines Erachtens der chinesische Aktienmarkt, das ist ziemlich Wild Wild West. Man sollte da nicht unbedingt investieren, wenn Sie eben über sehr breite Kapitalmarktindizes oder Anlagestrategien investieren. Und da ist eben ein bisschen China mit dabei, meinetwegen, aber jetzt gezielt und singulär in den chinesischen Aktienmarkt zu investieren, meine persönliche Meinung, ich halte da relativ wenig davon. Da muss noch einiges an Regulierung, an Eigentumsschutzrechten und anderem stattfinden, bevor ich das als ausländischer Anleger hier in Betracht ziehen würde, vor allem auch als Privatanleger. Das muss nicht sein, da so speziell eben zu investieren. Die Kapitalflucht sehen wir aber nicht nur in China, sondern wir sehen sie auch in verschiedenen anderen Segmenten. Brasilien, ja auch mit starken Mittelauslüssen. Wir haben natürlich auch die Problematik in Russland. Und insgesamt, die sehen das hier mal sehr, sehr deutlich. Man kann immer viel philosophieren, aber am Ende des Tages, die harten Preise zählen doch dann. Und hier sehen Sie mal die Entwicklung eines Indizes, eines Aktienindizes, der die Schwellenländer Aktien darstellt. Und das haben wir mal ins Verhältnis gesetzt zum MSCI World, also quasi, wenn Sie wollen, der Vergleichsmaßstab für die Aktien aus Industrienationen. Relativ USA dominiert mit knapp 55%, natürlich auch noch viel Europa. Ja, und da sehen Sie schon, wir hatten eine sehr, sehr starke Outperformance, also sprich, wenn diese blaue Linie hier nach oben geht, dann laufen die Aktien aus Schwellenländern besser als die Aktien des globalen Vergleichsmaßstabes. Und wenn es runtergeht, dann laufen sie eben schlechter. Und ich glaube, wir haben hier mal drüber gesprochen, hier mal drüber gesprochen, hier mal drüber gesprochen. Also irgendwann wird sich das wohl mal stabilisieren. Aber Sie sehen auch diese Swings, also diese Schwünge hier, die sind relativ groß. Und zuletzt hatten wir in den 90ern die Asienkrise, wir hatten die Russlandkrise, danach waren die Schwellenländer extrem günstig. Im Einkauf liegt der Gewinn. Sie waren im günstigen Verhältnis zu den Industrienationen. Wir haben eine starke Aufwertung gesehen. Irgendwann waren sie dann eben nicht mehr so viel günstiger. Und momentan sehen wir eben die gegengesetzte Richtung. Fazit für den Anleger an dieser Stelle. Ja, Schwellenländer gehören ins Portfolio. Wahrscheinlich sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite. Auf der Anleihenseite würde ich in harten Währungen bleiben, also Euro respektive eben Dollar, weil die Schwellenländer Währungen eine sehr hohe Schwankungsbreite haben und das ist doch in vielen Fällen schwer emotional auszuhalten. Und auf der Aktienseite, klar, Schwellenländer Aktien gehören langfristig ins Portfolio mit rein. Die Frage ist immer, welche Größenordnung sollte es ausmachen? Und investiere ich einmalig oder eben sukzessive? Ich glaube, bei den aktuellen Bewertungsleveln kann man mal eine kleine Position aufbauen. Wenn man die optimalerweise noch mit zukünftigen Sparraten kombiniert, dann ist man, glaube ich, dann strategisch ganz gut auf der Seite. Aber ich würde nicht plump in den Index investieren. Ich würde mir vielleicht eher ein intelligenteres Modell aussuchen, ob das jetzt institutionelle Vermögensklassenfonds sind oder eine Kombination mit einem ETF und einem aktiven Manager. Muss man schauen, aber wie gesagt, plump in den ETF bin ich momentan skeptisch, weil die reine Verteilung nach Kapitalisierungsgewichtung halte ich doch in so einer Situation für nicht optimal. Das Thema Verschuldung habe ich Ihnen auch mitgebracht. Big Picture. Was Sie hier sehen, ist nichts anderes, wie hat sich die Verschuldung gemessen an der Wirtschaftsleistung in einigen Ländern seit 2007 entwickelt. Und Sie sehen es klar, das sind natürlich so Länder wie Irland, klar, Finanzkrise, das wissen wir. Die Schulden des Banksystems wurden auf den Staat draufgeschlagen. Aber Sie sehen es im Endeffekt auch hier, China ist ordentlich dabei. Also insgesamt, ja, Sie sehen es hier unten, in dem Bereich haben wir eine Entschuldung, Deleveraging, aber ansonsten hier rechts oben, da ist eher Leveraging, also mehr Schulden angesagt. Und
Also dieses Thema, wir entschulden uns momentan, ist natürlich ja vollkommener Unsinn. Die Schulden wachsen auf globaler Ebene weiter. Ja, der Private hat sich vielleicht ein bisschen entschuldet in manchen Ländern. Dafür ging die Verschuldung in anderen Ländern wiederum nach oben. Die Staaten haben viele private Schulden genommen. Also von globaler Entschuldung ist hier überhaupt nichts zu sehen. Und das heißt natürlich auch auf globaler Ebene, naja, eigentlich können die Schulden im globalen Kontext nicht in den Himmel schießen, sorry, die Zinsen, weil der Schuldner muss sie sich ja dauerhaft wirtschaftlich leisten können. Sie können als Gläubiger zwar viele Zinsen fordern, aber der Schuldner muss sie natürlich auch bedienen können und dazu braucht man natürlich auch eine gewisse Liquidität und die ist natürlich in allen Ländern eben auch irgendwo begrenzt. Aber wie gesagt, nehmen Sie zur Kenntnis, die Verschuldung hat eher zugenommen als abgenommen. Kommen wir kurz zu den Rohstoffen. Was Sie hier sehen, ist vor allem mal eine Zählung von Bohrvorhaben, wie sagt man, Oil Rigs. Entschuldigung, ich war auf vielen englischen Konferenzen und Online-Konferenzen in letzter Zeit. Also Oil Rigs sind Bohrtürme, genau, sorry, Bohrtürme. Und was Sie hier sehen, ist einfach mal, da werden die Bohrtürme gezählt und dann setzt man mal den Preis für Texasöl hier dazu und da sehen Sie im Endeffekt schon, okay, ja, steigender Ölpreis, steigende Aktivitäten. Dargestellt durch die Anzahl der Bohrtürme. Und jetzt haben wir bei den Preisen ja einen massiven Abfall gesehen. Dementsprechend werden auch Aktivitäten eingestellt. Und das ist ein Aspekt, der natürlich auch klar ist. Oft haben wir bei Rohstoffen einfach einen Schweinezyklus. Erst haben sie viel Angebot. Wenn es so viel Angebot gibt, dann geht die Förderung zurück. Irgendwann ist die Förderung dann so schwach, dass auf der Nachfrageseite ein Überhang ist. Also steigen die Preise. Dann ist es wieder interessanter, Projekte zu aktivieren und so hat das natürlich gewisse Bewegung, aber es ist auch schön zu sehen, dass man zumindest in einigen Bereichen der Wirtschaft auch noch einen gewissen Grundzusammenhang von fundamentalen Faktoren hat. Industriemetalle, da muss man momentan ganz klar sagen, im freien Fall bzw. in der Seitwärtsbewegung, hier mal dargestellt seit der Anfang der 90er Jahre und da sehen Sie es, wir hatten einen massiven Anstieg vor der Finanzkrise. Da ging es ordentlich nach oben und seitdem ist ja eigentlich nur Abfälle festzustellen. Warum ist das wichtig? Nun ja, weil es natürlich sich positiv auf alle die auswirkt, die Industriemetalle einkaufen, um sie im Verarbeitungsprozess zu veredeln und dann eben weiter zu verkaufen. Ist natürlich schön für die Unternehmen, die Industriemetalle einkaufen, schlecht für die Produzenten. Aber auch hier sehen wir, wir haben in Boomjahren Kapazitäten aufgebaut. Und momentan ist das Spielchen auch hier, okay, wenn der Preis eben unten ist, dann hauen wir mehr Menge raus und dann kommen wir immer noch auf unseren Umsatz. Aber ich glaube, der Sektor ist momentan noch etwas früh, um darin zu investieren. Hier gibt es auf der Aktienebene mit Sicherheit noch die eine oder andere Bereinigung. Es wird einige Fusionen und Übernahmen geben. Die Großen werden es überleben und dann im Ergebnis sehen wir noch durchaus sehr interessante Dividendenrenditen. Aber wie gesagt, meines Erachtens noch ein bisschen früh, um hier gezielt zu investieren. Macht es vielleicht im Maximum Sinn zu sagen, ähnliche Argumentation wie bei den Schwellenländeraktien, einen kleinen Betrag rein und dann sukzessive über weitere Investitionen sich hier günstig einkaufen, weil die Schwankungsbreite ist doch recht hoch. Jetzt nochmal was zu den Lohnkosten in den USA, die Labor Costs, da sieht man auch, ohne ein Chartanalyst zu sein, wir haben keinen Druck auf die Preise und jetzt sagen Sie, hey, was haben denn die Arbeitskosten jetzt mit den Industriemetallen und dem Ölpreis zu tun? Nun ja, das sind natürlich alles Punkte, die wichtig sind für die Inflationsrate, weil entweder haben wir historisch gesehen eine Inflation bekommen, eben auch über steigende Rohstoffpreise, weil steigende Rohstoff- und Energiekosten drücken sich eben in steigenden Produktkosten aus bei uns als Verbrauchern, drücken sich an höheren Preisen an der Tankstelle, an der Zapfsäule aus. Oder eben an höheren Heizkosten. Also da sehen Sie aber momentan, da ist wenig Preisdruck. Das andere wäre das Thema Lohnpreisspirale, ne? Dass man sagt, hey, die Arbeitnehmer können höhere Löhne durchsetzen. Und wenn sie höhere Löhne durchsetzen, dann kriegen sie mehr Gehalt. Und wenn sie mehr Gehalt bekommen, dann haben die Unternehmen höhere Kosten. Und diese höheren Kosten müssen sie wiederum in Form höherer Preise an den Verbraucher weitergeben. Und naja, Sie sehen es hier dargestellt. Also auch von der Seite momentan kein Inflationsdruck zu erwarten. Also wir sind weit weg von dem Inflationsziel von 2%, was sich ja sowohl die EZB als auch die US-Notenbank hier irgendwo auf die Fahne geschrieben haben. Also Inflationsrate in Deutschland für dieses Jahr nach offiziellen Zahlen, sorry, für diesen Monat, also August 0,2%, auf der europäischen Ebene 0,9%, also wenn man die Kernrate betrachtet. Also doch weit weg von den 2%.
Und wenn wir uns mal anschauen, was in den Kapitalmarktpreisen momentan eingepreist ist, dann sehen Sie auch, egal ob Sie jetzt USA, Großbritannien oder die Eurozone nehmen, egal ob auf 2 oder 5 Jahre, da sehen Sie auch, naja, mein Gott, also von den 2% sind wir hier mal weit weg, außer in Großbritannien. Und von daher muss man auch ganz klar sagen, Sie kennen mein Motto, solange die Inflationsrate gemäß offizieller Lesart, also nach den statistischen Verbraucherpreisen niedrig ist, solange kann die Notenbank an ihrer Niedrigzinspolitik festhalten, solange kann man sich Anleihe, Aufkaufprogramme, ein sogenanntes Quantitative Easing oder auch die Monetarisierung von Staatsschulden, wie es ja ordnungspolitisch korrekt formuliert ist, beibehalten, ohne sich in der Öffentlichkeit zu sehr rechtfertigen zu müssen. Das führt natürlich dazu, dass diese zusätzliche Nachfrage der Notenbanken nach Anleihen, das führt natürlich dazu, dass hier natürlich die Preise steigen und steigende Preise heißt fallende Renditen, also niedrige Verzinsung. Das heißt, der Anlagenotstand bleibt uns auf absehbare Zeit erhalten, dramatisch natürlich in der Eurozone, wo wir uns natürlich mal kritisch fragen müssen, wie soll die kapitalgerechte Altersvorsorge mit Versicherungen und Pensionskassen denn funktionieren, wenn es keine Zinsen mehr gibt? Das könnte durchaus nochmal ein gesellschaftliches Thema werden. Ich habe mir gestern einen Vortrag angehört zum Vergleiche Japan und Deutschland. Sie wissen, Japan hat ja auch mal einen spektakulären Zinsverfall und deren Auswirkungen auf die Versicherungswirtschaft. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ein heißes Thema. Ich werde das nochmal in einer kleinen Online-Konserve verarbeiten, aber den meisten von Ihnen wird das wahrscheinlich nicht gefallen, weil das Ergebnis ist ja nicht besonders prickelnd. Aber wie gesagt, anderes Thema. Wichtig ist hier für uns aus der Sicht eines Anlegers, in der Eurozone, die Notenbank wird tendenziell erstmal unterstützend sein. USA weiß keiner, ob sie die Zinsen erhöhen oder nicht. De facto dramatisch erhöhen werden sie nicht. Also jetzt kein dramatischer Game Changer. Und viel wird daran liegen, wie die Notenbank das kommuniziert. Ich denke, man wird sagen, ja, wir machen den einen oder anderen Zinsschritt. Aber liebe Wirtschaft, liebe Kapitalmarktteilnehmer, seid euch klar, wenn die Wirtschaft nachlässt, wir stehen Gewehr bei Fuß, wir können Anleihen kaufen, wir können verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Wirtschaft zu stimulieren, sofern es notwendig werden sollte. Also, ich denke, in dem Maße wird man das kommunizieren, dann wird sich der Aktienmarkt mal ein bisschen schütteln. Aber auch hier, wenn Sie ein global diversifiziertes Portfolio haben, also eben nicht 60% in US-Aktien, sondern eben Ihr Aktienportfolio global gestreut haben über eine Vielzahl von Ländern, Regionen, Sektoren, Bewertungsansätzen und Ähnlichem, dann muss man ganz klar sagen, okay, das sollte einen jetzt nicht besonders durcheinander bringen. Hier nochmal die Bewertung als Orientierung für verschiedene Vermögensklassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also die Frage ist immer, das wie viele eines Jahresertrages bezahle ich, um einen Vermögenswert zu kaufen? Sehen die deutsche Staatsanleihen, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 134. Das heißt, ist klar, also nochmal vielleicht zum Rechnen. Wenn Sie eine Verzinsung von 1% haben, dann haben Sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 100, weil Sie brauchen 100 mal den Ertrag von 1%, um den Kaufpreis von 100% zu haben. Der deutsche Aktienmarkt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis 14,6, dargestellt in diesem hellgrün. Und wenn Sie das einmal betrachten, ihr seid seit Mitte der 90er, das ist eigentlich relativ unspektakulär in der Bewegung. Also sprich, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den Aktienmarkt ist, wie ich es vorhin schon mal sagte, nicht besonders teuer, nicht besonders günstig. Wer eine extreme Zinsmeinung bezüglich hoch oder niedrig hat, der wird zu einem anderen Schluss kommen. Aber wenn Sie momentan eher das Zinsniveau nehmen, das der Kapitalmarkt einpreist, auch langfristig über die Zinsstrukturkurve, muss man sagen, nicht spektakulär, heißt, bleiben wir bei der strategischen Aktienquote, die zu unserem Anlagehorizont passt. Auf globaler Ebene etwas teurer, klar. Drückt sich dadurch aus, dass, wie gesagt, 55% des US-Marktes enthalten sind. Wenn der natürlich teurer ist, dann muss natürlich auch der Weltaktienindex teurer sein. Also hier, ich glaube, das findet man nochmal die Argumente nochmal schön bestätigt. So, meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zum Fazit, bevor ich auf die Fragen eingehe. Also mein Fazit für die aktive Vermögensverwaltung. Aktien sind alternativlos, aber nicht risikolos. Das gilt übrigens nicht nur für den Aktienmarkt, sondern auch für andere Aussagen, wie sie in der Wirtschaft und der Politik ja häufig getroffen werden. Zweiter Punkt, Inflationsrisiko wird meines Erachtens unterschätzt. Momentan keine Inflationsgefahr, aber wenn Sie langfristige Anlageprozesse haben, weil Sie vielleicht fürs Alter sparen oder weil Sie vielleicht Ihr Unternehmen verkauft haben, Ihre Praxis aufgegeben haben oder was auch immer tun, selbst wenn Sie heute 60 sind, Sie haben einen Anlagehorizont von 30 Jahren und ob wir auf 30 Jahre keine Inflation bekommen, das mag niemand zu beurteilen. Da sollten wir uns auch nicht auf Meinungen verlassen. Sauberes Handwerk heißt, wir sollten zu jedem Zeitpunkt eine gewisse Inflationsabsicherung in unserem Portfolio umsetzen.
Es gibt verschiedene Instrumente, vielleicht auch ein Korb verschiedener Instrumente macht am meisten Sinn, aber ganz klar, lassen Sie sich von den aktuellen Zahlen nicht blenden. Kurzfristig ist Inflation kein Thema, langfristig spielt es natürlich eine Rolle und deswegen müssen wir es natürlich berücksichtigen. Extremrisiken werden kaum beachtet und wenn Sie mich heute fragen, wo ich das größte Risiko sehe, nachdem wir ja, diese Griechenland-Thematik mit der Liquidität zugeschüttet haben und natürlich die Laufzeit der Anleihen aufs Jahr 2800 verlängert haben zu Nullzins, also quasi mit Rahmenbedingungen, bei denen ich auch problemlos 10 Milliarden Euro Schulden aufnehmen könnte, scheint ja dieses Thema erstmal vom Tisch zu sein, aber wir haben andere Extremrisiken. Wir haben immer das Thema Naturkatastrophen, wir haben gegebenenfalls auch das Thema von Terroranschlägen, wie wir es 2001 gesehen haben. Aber momentan auch Europa macht mir große Sorgen. Da bin ich ganz offen, weil man sieht, dass wir offensichtlich nicht in der Lage sind, nicht nur auf den Euroraum bezogen, sondern auch auf die Europäische Union hier auf gewisse Themen zu reagieren. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir hier noch ein Diskussionsthema bekommen, das sich nicht nur um finanzielle Aspekte, sondern auch um Einschätzungsaspekte oder auch um Werteaspekte drehen wird. Und dementsprechend, das könnte für Druck sorgen. Druck könnte auch dafür sorgen, dass Handelsbeziehungen belastet werden. Also Extremrisiken, meines Erachtens, momentan zu wenig beachtet. Und da sollte man sich auch überlegen, wie man die im Portfolio berücksichtigen kann. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das würde natürlich jetzt den Rahmen hier sprengen. Deswegen treffen Sie Ihre Entscheidung bitte nicht nur auf Basis von Erfahrungen. Typischerweise unser finanzielles Gedächtnis ist geprägt von den eigenen Erfahrungen. De facto hatten wir die letzten 30 Jahre ein Zinsniveau, wie es als historisch anzusehen ist. Das wird sich so nicht wiederholen. Dementsprechend sind auch die Anlagestrategien und Finanzprodukte, die in den letzten 30 Jahren vielleicht einen realen Kapitalerhalt gewährleistet haben, nicht unbedingt das Mittel der Wahl für die nächsten 30 Jahre und auch die Erfahrung zum Aktienmarkt. Also hier mal bitte Hand aufs Herz. Ich hatte die Diskussion heute Vormittag. Also wenn Sie im Jahr 2000 in 5 Aktien investiert haben, also 5 Aktien, genau 5 aus 2 Branchen, und Sie haben danach Geld verloren, dann hat das nicht damit zu tun, dass der Aktienmarkt oder der Kapitalmarkt nicht funktioniert, sondern hat das damit zu tun, dass Sie einfach viel zu fokussiert investiert haben. Sie haben nicht in eine Anlageklasse investiert, Aktien. Sie haben in 2 Sektoren investiert von ungefähr 20 und Sie haben in ein Land investiert. Also viel zu fokussiert und der Grund eben oder der Aspekt deswegen nicht der Kapitalmarkt hat hier zu einseitig positioniert, sondern am Ende des Tages war man als Anleger bei weitem nicht genug risikogestreut unterwegs. Also Fremdwährung als Risiko und Renditebaustein, klar, das gehört heute mit ins Portfolio mit rein. Eurokrise hin, Eurokrise her, ein globales Portfolio ist das Mittel der Wahl. Wie viel Aktien und Anleihen da jeweils drin sind, hängt natürlich an Ihrer persönlichen Risikobereitschaft und auch am Anlagehorizont. Nichtsdestotrotz, alles im Euro ist mit Sicherheit nicht die beste Wahl, genauso wie für den Amerikaner alles im Dollar im langfristigen Mittel auch nicht die beste Wahl ist. Und fragen Sie mal einen Japaner, ob es für den clever war, die letzten 25 Jahre nur im Yen investiert zu sein. Anleihepreise auf einem interessanten Niveau, das muss jeder mal selbst überlegen, aber meines Erachtens, wenn wir davon ausgehen, dass ja Renditen ja auch einen Ausgleich bringen sollen für mögliche Verluste aufgrund von Kreditrisiken und Kreditausfällen, weil irgendwann wird auch mal wieder eine Rezession kommen, dann werden Unternehmen pleite gehen, dann wird es zu Verlusten kommen für Anleihegläubiger und dafür muss sich eben kompensiert werden. Und in diesem Anlagenotstand, der durch die Notenbanken hier natürlich auch kreiert wurde, werden sie dafür nicht ausreichend meines Erachtens kompensiert. Also muss man überlegen, wie genau macht man es? Und dieses Thema war früher ziemlich simpel, da haben sie einfach Bundesanleihen gekauft. Heute muss man das, glaube ich, ein bisschen cleverer umsetzen. Anleihen gehören ins Portfolio, ja, weil sie auch die Schwankungsbreite des Portfolios dämpfen, weil sie auch, gerade wenn es US-Staatsanleihen sind, ein sicherer Hafen sind. Aber man muss sich sehr, sehr gut überlegen, welche Laufzeit möchte ich momentan haben, welche Kreditrisiken möchte ich eingehen. Viele Anleger wählen gerne den Durchschnitt. Cleverer ist es vielleicht, das ganz sichere Ende zu besetzen und das eher offensivere Ende, weil sie dann eine besseres Gesamtergebnis und Verhalten bekommen. Barbell-Strategie sagen die Experten dazu. Also wie gesagt, Anleihen auf einem interessanten Niveau, aber gehören ins Portfolio. Reflation ist wahrscheinlicher als Deflation. Reflation heißt, meine Güte, wenn die Wirtschaft nicht läuft, wir leben in einer Demokratie, die Politiker wollen wiedergewählt werden. Keiner will eine Rezession, bei der das faule Fleisch aus der Wirtschaft rausgeschnitten wird. Wir werden schon alles irgendwie am Leben erhalten. Klar, es wird Preisblasen geben, es wird Fehlallokationen von Kapital geben. Also das ist ja erstes Semester Volkswirtschaft. Der Zins ist eine Orientierung für
die Verteilung des Kapitals. Und wenn der Zins zu niedrig ist, ja meine Güte, dann wird es natürlich eine Fehlallokation von Kapital geben. Die Frage ist nur, wann wird diese Fehlallokation sichtbar und für jeden Einzelnen von uns, wie stark bin ich da einseitig aufgestellt? Aber auch das ist natürlich eher ein Thema für die Vermögensplanung. Aber wie gesagt, wir glauben nicht an eine dauerhafte Deflation. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir eine Inflation der Vermögenspreise sehen, die noch weitergeht, zumindest wenn wir es im Schnitt auf die nächsten 10 Jahre sehen, aufgrund des Anlagenotstandes. Irgendwann wird sich die Wirtschaft mal wieder berappeln und dann sehen wir vielleicht auch die Thematik, dass dann die Inflation im täglichen Leben doch ansteigen wird und dass dann noch ein bisschen Luft aus den Kapitalmarktpreisen rausgeht. Aber wie gesagt, das ist jetzt mal eine 10-Jahres-Betrachtung. Insgesamt aktives Management, man muss ein bisschen natürlich auch hier agieren. Und meines Erachtens das wichtigste Thema Verständnis. Finanzielle Bildung in Zukunft wichtiger denn je. Ich hatte es am Anfang mit den beiden Folien gezeigt. Versuchen Sie nicht alles fundamental einzuordnen. Nehmen Sie einfach hin, dass Kapitalmarktpreise hin und her schwanken. Momentan sehr stark technisch und Handelsmodell bedingt bestimmt. Aber das sollte Sie nicht durcheinander bringen, weil Sie denken ja nicht auf Kalenderjahresbasis, sondern Sie sollten ja einen langfristigen Anlagehorizont haben. Und wenn Sie vor 10 Jahren in den deutschen Aktienmarkt investiert haben, da standen wir, ich glaube, bei 4.500 Punkten. Also, wenn Sie in den DAX investiert haben, hatten Sie bis heute eine Rendite von rund 7% per anno und damit, glaube ich, eine ganz gute Rendite. Ja, Sie mussten mal zwischendurch mal 50% Verlust hinnehmen, aber keiner von uns hält ja ein reines DAX-Portfolio, sondern Sie haben natürlich verschiedene Aktienindizes, Sie haben verschiedene Anleihen, Sie haben verschiedene Währungskomponenten, die das Ganze dämpfen können. Vielleicht noch ein paar Fonds, die auch das Anlagerisiko ein bisschen aktiver steuern. Ich glaube, Hedgefonds-ähnliche Absolute-Return-Ansätze werden wieder bedeutend an Zug gewinnen. Momentan ja eher so, Hauptsache ETF, Hauptsache alles billig. Also nach dem Motto, die Bewertungen sind jetzt hoch, also investiert doch mal blind in den Markt. Ich glaube, man muss eher mal momentan das anschauen, was in den letzten Jahren weniger Rendite abgeworfen hat und was Risikomanagement betrieben hat, aber auch das würde den Rahmen hier jetzt sprengen. Fazit, was tun wir für Sie? Und dann kommen wir auch zu der Frage, respektive zu dem Thema Bundesrepublik Deutschland und Flüchtlingsthematik aus wirtschaftlicher Sicht. Also, was tun wir für Sie? Aktiver Dialog und Unterstützung bei der Definition der finanziellen Ziele. Wenn Sie keine finanziellen Ziele haben, die sich aus Ihren Lebenszielen ableiten, dann ist das ungefähr so, als würden Sie einen Urlaub planen und Sie sind sich nicht klar, ob Sie an die Berge oder ans Meer wollen. Dann wird es natürlich schwierig, im Reisebüro eine passende Reise zu finden. Also, darüber muss man sich erstmal klar werden. Lege ich Geld als Rücklage an, weil ich es in einem Monat fürs Auto brauche? Ist es eine Kapitalanlage auf Sicht von 5 Jahren? Denke ich langfristig auf Sicht von 20 Jahren? Weil das hat natürlich eine wesentliche Auswirkung. Also, was ist Rücklage, was ist Kapitalanlage und was kann ich wegpacken? Durchaus wichtige Einflussfaktoren, weil das Wegpacken ist natürlich wichtig, weil Sie brauchen ein bisschen Feuerpower, um auch mal zu kaufen, wenn die Börsen irgendwann mal runtergehen. Und der Aktienmarkt wird mal wieder 30% fallen. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum oder wann, aber er wird fallen. Und dann müssen Sie den Anlagehorizont und auch die Buying Power, also die Kaufkraft haben, dann einzusammeln, wenn es günstig ist. Aber Sie sollten nicht Ihr ganzes Kapital darauf setzen, dass das irgendwann kommt. Deswegen, die Mischung aus beiden Extremen ist am besten. Eine langfristige Anlagestrategie, die man eben dann auch eben ergänzt, um auch Käufe, wenn die Bewertungen mal günstiger werden. Für diejenigen unter Ihnen, die schon ein bisschen älter sind und das Thema Ruhestand haben, Sie müssen differenzieren zwischen Rendite und laufender Ertrag und Gewinn, weil es ist ein Unterschied, ob Sie eben 9 Jahre lang nichts verdienen und im Jahr 10 machen Sie 40% plus, dann haben Sie im arithmetischen Durchschnitt 4% pro Jahr gehabt, aber wenn Sie im Ruhestand sind, brauchen Sie jedes Jahr 4%, um Ihre Rechnungen an der Ladentheke zu begleichen. Also, das ist ein wichtiges Thema und die meisten Anleger sind ja eher 50 plus, von daher, das wird noch ein großer Punkt werden, vor allem das Thema Altersvorsorge ohne Zinsen, aber dazu haben wir auch schon mal ein Webinar ja durchgeführt. Dann müssen Ihre Erwartungen mit dem aktuellen Kapitalmarktumfeld abgeglichen werden. Wir brauchen plausible Zukunftsannahmen, vor allem dieses Thema, wie hoch sind momentan die Bewertungen, weil das ist auch ganz klar. Sie können nicht sagen, der Aktienmarkt macht langfristig 8%. Ja, das hat er historisch getan, im langfristigen Durchschnitt. Aber der Durchschnitt ist ungefähr so, als wenn Sie die linke Hand auf die Herdplatte legen und die rechte Hand ins Gefrierfach. Im Schnitt ist das eine gute Temperatur, aber ich glaube, gesund ist es nicht. Und genauso sehe ich es auch mit diesen langfristigen Durchschnitten. Wir müssen uns schon klar machen, dass die Renditeerwartungen niedriger sind, wenn die Bewertungen höher sind. Und momentan bei Anleihen die Bewertung auf Höchstniveau im Aktienbereich, auf der Indexebene, auf zumindest Durchschnitts- bis Erhöhtniveau, je nach Marktumfeld. Also muss ich das natürlich in meine eigene Planung einkalkulieren. Dann Abgleich mit der eigenen finanziellen Risikobereitschaft. Das kann man auf wissenschaftlicher Basis tun. Sie wissen, wir stellen das kostenfrei
auf wissenschaftlicher Basis zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, das ja per E-Mail bzw. im Feedback-Formular anzufordern. Wer es noch nicht hat, ist kostenfrei. Schauen Sie es mal an. Dauert ungefähr 12 bis 15 Minuten, sind 25 Fragen. Sie kriegen die Auswertung als PDF direkt im Anschluss und haben danach auch die Möglichkeit, wenn Sie das möchten, in einer Online-Konferenz, das mit einem meiner Kollegen oder Kolleginnen mal durchzusprechen und vor allem auch wichtig, heute zu sagen, wie ist denn meine Risikobereitschaft und das mit Ihrem aktuellen Depot abzugleichen. Gerade nach so starken Bewegungen wie jetzt im August, glaube ich, eine gute Chance, mal hier Erkenntnisse zu sammeln, die für die nächsten Kapitalmarktbewegungen, glaube ich, sehr hilfreich sein werden. Wenn man das getan hat, müssen wir die notwendigen Vermögensklassen auswählen, weil es spielt natürlich oder es ist ein Unterschied, ob Sie 2% pro Jahr generieren wollen oder 4. Dementsprechend haben wir unterschiedliche Vermögensklassen, unterschiedliche auch Anlagestile in die Vermögensklassen, weil Sie können heute in Aktien investieren und können sagen, ja, ich investiere in Aktien und Sie kaufen 5 Aktien. Sie können aber auch 10.000 verschiedene Aktien kaufen. Beides ist eine Investition im Aktienmarkt. Aber ich glaube, wir sind uns einig, Rendite und Risiko sind da leicht unterschiedlich. Deswegen, das muss man auswählen, schriftlich formulieren. Wir nennen das Herleitung der persönlichen Anlagestrategie ja auch eine unserer Kernleistungen. Dann regelmäßiger Abgleich der persönlichen Planung mit dem aktuellen Umfeld. Das ist natürlich elementar, Stichwort finanzielle Bildung. Und natürlich, klar, wir helfen Ihnen, das Ganze kosteneffizient und bankenunabhängig weg umzusetzen. So. Jetzt die erste Frage. Hallo Leichtweiß, wie könnte ich mein Depot absichern? Optionen oder Optionsscheine? Also, kurz zur Differenzierung. Optionen werden typischerweise an der Eurex gehandelt, haben den großen Vorteil, dass sie keine Gegenparteien haben, weil es so ein sogenanntes Clearing gibt, das im Endeffekt hier die Börse vornimmt, zum Beispiel eben die Eurex, die ja zur deutschen Börse gehört. Optionsscheine sind daraus abgeleitet, werden typischerweise von Banken begeben. Dementsprechend tragen Sie das Ausfallrisiko der jeweiligen Bank. So, das mal der Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen. Dann ist jeweils die Frage, wie ist momentan die erwartete Schwankungsbreite am Markt? Und zwar nicht auf Sicht von 30 Tagen. Das ist das, was Sie im Internet typischerweise als Volatilitätsindizes finden. Der sogenannte VDAX New oder eben auch der VIX. Wichtiger ist natürlich die erwartete Volatilität über die Laufzeit der Absicherung. Und das muss man aus einem professionellen Handelssystem ziehen. Dann kann man sehen, wie teuer ist das. Und dann leitet man daraus ab, macht es Sinn, diese oder jene Laufzeit zu wählen. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, wie viel Puffer möchte ich haben? Und dann kann man verschiedene Scheine vergleichen. Übrigens auch ein sehr gutes Mittel, um abgeltungssteuerfreie Bestände im Portfolio zu halten, gleichzeitig über Optionsscheine eine Absicherung vorzunehmen und sich rund 28% der Absicherungskosten vom Finanzamt bezahlen zu lassen. Als Daumenregel können Sie mitnehmen, weil mehr ist jetzt hier nicht möglich, ohne Ihr Depot zu sehen. Wenn die Volatilität hoch ist, sind Sie mit Hebelzertifikaten besser aufgehoben, weil die haben eben keinen Einfluss von Volatilität. Ist die Volatilität niedrig, die in den Optionspreisen eingepreist ist, dann sind Optionsscheine durchaus ein Mittel der Wahl. Also, um das mal so zu sagen, aber insgesamt durchaus sinnvoll. Nicht, wenn Sie Ihre Risikoquote im Portfolio verändern wollen, dann nicht 10 Aktien und 20 Fonds zu kaufen und zu verkaufen. Da werden Sie ja arm an Transaktionskosten, sondern eher zu überlegen, hey, wie ist mein Aktiendepot strukturiert? Welche Abhängigkeiten habe ich? Und meistens sind Sie dann mit einem oder zwei Optionsscheinen oder Zertifikaten, haben Sie das ganze Thema wunderbar abgedeckt, können das Ganze noch ein bisschen steuerlich optimieren. Also so funktioniert, wie man es genau berechnet. Gibt es einige Sachen auch bei uns auf der Webseite, ist vielleicht ein Thema, was wir mal nochmal separat besprechen sollten. Aber ganz klar, Absicherung oder Risikomanagement fängt nicht erst an, wenn die Märkte fallen, sondern musste mich jetzt fragen, passt die Aktienquote zu meiner Struktur? Eigentlich der Prozess, den wir hier sehen. Dann die Frage, ist meine Aktienanlagestrategie handwerklich sauber umgesetzt oder habe ich einfach Klumpenrisiken? Bin ich einfach viel zu fokussiert unterwegs und merke es gar nicht? Also beispielsweise der Euro Stoxx 50, also der marktbreite Index der europäischen Aktien. Vor der Finanzkrise waren da eigentlich nur Finanztitel drin. Also, Sie glauben, Sie kaufen die 50 besten Titel der Eurozone, Fehlanzeige. Sie kaufen die 50 am teuersten bewerteten Unternehmen der Eurozone und die kamen eben alle aus dem Finanzsektor. Gleiches galt für Dividendenindizes. Starke Fokussierung auf Finanztitel. Tja, da haben Sie ein Klumpenrisiko und merken es nicht. Leider ruft Sie auch der Indexbetreiber nicht an und teilt Ihnen das mit. Also, da muss man schon ein bisschen was tun, bevor man eben in den Index investiert, weil ein Index lebt eben auch und die eierlegende Wollmilchsau ist er nicht. Tolle Werkzeuge, aber wie alles eben mit Chancen und Risiken verbunden. So, also das zu diesem Thema.
Kommen wir kurz zu Deutschland und zur Flüchtlingsthematik. Ich möchte mich natürlich nicht hier auf irgendwelche politischen Aussagen einlassen und ich möchte das Ganze jetzt auch nicht in eine humanitäre Perspektive einordnen. Da hat jeder von Ihnen seine Meinung und am Ende des Tages führt das auch, jeder von Ihnen hat das wahrscheinlich privat schon in Hand zu stundenlangen Diskussionen, was jetzt richtig ist, wer was tun sollte und wie man verschiedene Themen angeht. Was ich einfach nur zeigen möchte, ist, dass meines Erachtens und verschiedene Ökonomen bestätigen diese Meinung. Ich war zum Beispiel gestern auf einem Vortrag von Professor Fratscher, das ist ja der beim DIW, also einem bekannten Wirtschaftsinstitut, und der sagt ganz klar, ja, Deutschland Superstar, aber wir haben auch relativ viele Probleme, über die keiner redet. Wir haben vielleicht 2015 als ein Jahr, das herausragend ist, weil der Wohlstand im Durchschnitt in Deutschland, ja, Sie wissen, wie die Durchschnitte sind, aber im Durchschnitt hervorragend ist. Warum? Weil wir haben tolle Erfolge. Bruttoinlandsprodukt seit 2009 8% gewachsen, 1,2 Millionen Arbeitsplätze seit 2009. Unser Nettoauslandsvermögen auch ordentlich gestiegen. Wir haben einen fiskalischen Überschuss. Andere Länder haben Minus. Also das klingt ja tendenziell hier relativ toll, aber ich komme mal zu den Misserfolgen. Wenn wir mal den Zeitraum länger nehmen, nämlich von 1999 bis 2008, da waren wir nämlich relativ schlecht. Da hatten wir ein reales Wachstum, was negativ war. Unsere Produktivität ebenfalls seit Ende 99 kaum gestiegen. Arbeitsvolumen von 99 bis 2010 auch kein Knaller. Reallohnzuwächse 99 bis 2010 minus 0,3%. Also man muss sich ja immer fragen, wer profitiert von einer günstigen Währung? Ja, die Exporteure natürlich, der Staat über die Steuern auf jeden Fall, aber der Arbeitnehmer offensichtlich nicht. Also die Frage ist immer, wer in Deutschland profitiert von was? Und hier, das ist auch ein dramatisches Thema. Mir war das gar nicht so klar, bin ich ganz offen, gebe ich offen zu. Und das ist hier mal das Staatsvermögen Deutschlands dargestellt. Also hier mal das Nettovermögen, das ist die graue Linie. Und das Nettovermögen in Deutschland, schauen Sie mal, seit 1991, ja, sind wir davon, was weiß ich, paar 50% auf aktuell, das sind die Zahlen von gestern, 0,5% gefallen. Das heißt, wir leben aus der Substanz, wir versilbern Staatsvermögen, um Umverteilung vorzunehmen. Wir haben als Deutschland eine riesen Investitionslücke, also sprich, wir müssten viel, viel mehr Geld investieren, um unsere Infrastruktur nicht zu steigern, sondern zu erhalten. Heißt auch, die Maßnahmen, die wir sehen mit Rentenerhöhung, Betreuungsgeld und diesen ganzen Geschichten, egal wie Sie die politisch oder gesellschaftlich einschätzen, de facto ist es ja Konsum und keine Investition. Also de facto, Investitionen in Deutschland sind viel zu niedrig. Und wenn wir uns noch klar machen, dass wir zwar im Verhältnis zu anderen Ländern niedrige Schulden haben, aber ja, unsere Rentnergeneration, die geburtenstarken Jahrgänge, die 1960er Jahrgänge, irgendwann in Ruhestand gehen, dann werden aus abstrakten Staatsverschulden, sogenannte impliziten Staatsschulden, offizielle und harter Cashflow, dann eine haben wir, glaube ich, die Thematik, hey, Deutschland hat eben auch ein paar Schulden. Und das ist meines Erachtens ein Punkt, den wir momentan auch ganz klar sehen müssen, egal ob jetzt pro oder contra. Deutschland steht finanziell nicht so gut da, wie uns die Politik das gerne verkaufen möchte. Wir haben sehr, sehr viele Baustellen, die man in dieser Scheinblüte momentan nicht angeht. Und die Kernfrage ist natürlich, wie gehen Sie damit um? Am Ende des Tages werden es Verteilungsfragen werden. Und zwar zwischen den verschiedenen Generationen, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, zwischen dem Privatsektor und dem staatlichen Sektor. Und jetzt haben Sie natürlich noch das Thema Zuwanderung, was eben hier als Zusatzquelle auch noch mit reinkommt. Und wie gesagt, wenn man das mal quantifiziert, das werden natürlich einige Milliarden sein. Und die fehlen natürlich an anderer Stelle, um entweder Steuern zu senken und damit den Konsum gegebenenfalls oder die Unternehmensaktivitäten anzukurbeln. Oder sie fehlen halt an einer anderen Stelle für Investitionen. Also Null Schuldenpolitik bei diesem Zinsniveau kann man sowieso diskutieren. Deutschland wird mehr investieren müssen und die Kernfrage, die wir uns stellen müssen, wird es wiederum nur Konsum sein oder wird es wirklich nachhaltige Investitionen? Und in diesem Kontext sollten wir meines Erachtens momentan auch mal diese ganze Flüchtlingsdebatte einbetten. Dann kommt man doch zu den ein oder anderen harten wirtschaftlichen Realitäten. Und mein Appell an die Politik ist hier auch ganz klar, es wird endlich mal Zeit, mal die Karten auf den Tisch zu legen und sagen, hey, ja, Deutschland geht es gut, aber wir haben viele, viele Hausaufgaben zu machen. Wir haben eine starke Abhängigkeit vom Automobil, vom Sektor Maschinenbau. Wenn der Sektor uns um die Ohren fliegt, weil wir technisch den Anschluss verpassen, Thema Digital Disruption, dann werden wir Wertschöpfung verlieren. Weniger Wertschöpfung heißt natürlich weniger Arbeitsplätze. Also das ist meines Erachtens momentan ein Kernthema, mit dem wir uns beschäftigen sollten. Und ich hoffe,
dass diese Flüchtlingsdebatte auch dahin geht, dass man mal die ökonomische Wahrheit auch deutlicher präsentiert und eben sagt, ja, momentan geht es uns gut, aber es gibt ein großes Aber, es gibt viele Themen, die muss man angehen, man kann sie bewerkstelligen, aber man muss eben auch mal mit offenen Karten spielen und für Sie als Anleger natürlich ganz klar, die Frage ist, wo gehen die Steuersätze hin? Werden wir mal wieder über die Neustrukturierung einer sogenannten Vermögenssteuer reden? Wie wird die Umverteilung genau zu Buche schlagen? Gibt es vielleicht eine Erhöhung der Abgeltungssteuer? Also das sind alles Themen, die stehen natürlich auf der politischen Agenda, weil wenn die Taschen leer sind und Sie wollen keine Schulden machen und Sie haben mehr Ausgaben, dann muss das Geld ja irgendwo herkommen. Also damit sollten wir uns beschäftigen, aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich dahingehend zu positionieren. Also das, wie gesagt, mal zu den meines Erachtens ökonomischen Fakten. Ich werde auch das Ganze nochmal detaillierter in einem Beitrag oder einer Online-Konferenz als Video zur Verfügung stellen. Der Grund ist einfach, ich habe einige Vorträge auch gestern besucht, ja, von Herrn Merz, von Herrn Fratscher, also doch einige Kapazitäten auf dem Bereich und ich werde das alles mal für Sie so verarbeiten, dass es ein schlüssiges Bild gibt, werde das mit volkswirtschaftlichen Daten aus unserem Research unterfüttern und dann haben Sie, glaube ich, mal eine gute ökonomische Basis, um die Realitäten vernünftig einzuordnen und dann noch Schlussfolgerungen für Ihre eigene Meinungsbildung und auch für die Anlagestrategie zu ziehen. Ja, meine Damen und Herren, wie üblich sind wir etwas über der Zeit. Ich habe zwar schnell geredet, aber nicht schnell genug. Im Nachgang stellen wir Ihnen natürlich auch nochmal eine Aufzeichnung der Online-Konferenz zur Verfügung. Sie haben die Möglichkeit, über das Feedback-Formular natürlich hier Ihr Feedback abzugeben, Fragen zu formulieren und natürlich auch der direkte Draht steht Ihnen offen. Wir stellen ja irgendwie fest, das Internet ist ja schön und gut, aber die meisten greifen doch lieber zum Telefon. Deswegen hier sehen Sie die Telefonnummer eingeblendet. Ich kann Ihnen nur zurufen. Holen Sie sich mal eine zweite Meinung zu Ihrer Finanzstrategie ein. Die können wir Ihnen gerne liefern. Der Prozess ist, glaube ich, hier nochmal schön beschrieben, was wir für Sie tun können. Deswegen lassen Sie sich nicht zu sehr von den düsteren Zukunftsperspektiven hier durcheinander bringen. Ich glaube, jede Generation hatte ihre Herausforderungen. Wir hatten mal das Thema Kalter Krieg. Wir hatten mal das Thema autofreier Sonntag. Also wir hatten ja mal hohe Inflationsraten. Und stellen Sie sich mal vor, die Generation hätte damals gesagt, oh mein Gott, die Welt geht unter, wir fangen nicht an, unser Haus abzubezahlen, wir besparen unsere Versicherung nicht mehr, wir lösen unsere Aktien auf, weil die Welt geht unter, dann gäbe es heute auch nichts zu vererben und der Wohlstand wäre niedriger. Also ein gesunder Optimismus macht, glaube ich, Sinn, aber auch ein gewisser Realitätssinn. Und dabei würden wir Sie gerne unterstützen, diesen Realitätssinn zu schärfen und auch in eine handwerklich saubere Anlagestrategie umzusetzen. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich natürlich über ein positives Feedback. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.